Ja. Ich merke gerade, es heilt etwas. Kurz mal die Uhr neu starten. Zack. Ja. Das wird sich ja bald geben, das Getöse hier. Ja, und schon ist es vorbei. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ich Bild abdrücke, ist Subterra Core erstmal so ein bisschen, erstmal so ein komisches lautes Geräusch oder übersteuert die Geräusche komischerweise erstmal so. So ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das liegt, wie man das abschalten kann, aber es ist immer irgendwie nur so einige Sekunden. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Es ist, wie gesagt, hoffentlich nicht so schlimm für euch. Ja, meine Theorie, warum Zombies jetzt gerade so rötlich-braun sind. Fällt euch auf, dass auch der Boden hier so rötlich-braun ist? Also ich sage, es liegt nicht auf Verwitterungsgrad oder sowas, auf einem Vergammlungsgrad, wie auch immer das heißt. Verwesungsgrad heißt es, genau. Sondern es liegt am Boden, wo die gerade rausgekrochen kommen. Ähnliches könnte man vielleicht sagen bei, wie heißen sie, bei, ach verdammt, bei Orks, genau. Orks haben ja auch immer ganz verschiedene lustige Farben, also was weiß ich, grün, braun, bräunlich, wie auch immer, also bei allen möglichen Filmen und sowieso. Bei billigen Filmen oder auch billigen Büchern, nein, ja, billigen Filmen eigentlich eher, werden sie natürlich als einfach nur grün dargestellt, weil es immer so ein bisschen Klischee ist. Genauso wie Elfen spitze Ohren haben und doof sind. Gut, sie haben meistens spitze Ohren und sie sind auch meistens doof, also ich finde sie zumindest doof. Da könnte man sich vielleicht fragen, ja, grüne Orks, okay, das mag ein bisschen seltsam wirken, weil es ein bisschen gümmelig ist. Aber wie ist das, weiß ich, bei diesen ganzen hellbraun und dunkelbraun, auch den Schwarzorks und also auch die von der Herr der Ringe waren ja, haben bestimmt auch alles eine Symbolik, wie bei Herr der Ringe, wo alles mal gleich irgendeine Symbolik hat. Aber die haben ja auch verschiedene Hautfarben gehabt und ist das so wie bei den Menschen, dass sie einfach, was weiß ich, klimatisch so sich herangereift haben, aber bei Herr der Ringe wurden sie einfach aus dem Boden heraus gegraben. Wie jetzt hier die Zombies zum Beispiel. Da liegt es eigentlich nahe, dass man halbwegs nur die Bodenfarbe annimmt oder einfach nur verdammt blass ist. So aschfahl wie der Typ in, wie war das, auf der South Farm, der so lustig spooky geredet hat, den ich immer noch lustig finde. Ja, jetzt knabbert er ja sozusagen an den Lenden, was auch nicht so schön ist. Ja, ist übrigens ein ganz schön beknackter Kampf, wenn ich jetzt gerade so sehe. Also die Konstellation ist ziemlich doof. Aber der Schädel verfehlt die ganze Zeit, was mir sehr entgegenkommt. Und ich muss den Korken mal ein bisschen heilen. 28 Lebenspunkte sind nicht gerade viel. Komm. Hoffentlich schaffst du das jetzt auch. Ich kann es nicht lesen, etwas über 30 Lebenspunkte. Okay. Das war ja wohl nichts. Zuerst den. Oh, der ist fast tot. Und wieder knabbert der Korken an den Lenden. Sieht einfach so pervers aus. Ich muss, glaube ich, den Schädel wegmachen oder wegschneiden oder was weiß ich was. Bevor mir irgendwie YouTube an den Karren pisst, in gewisser Weise. Das muss ich echt nicht haben. Das heißt, oh ja, sie haben so auf Lenden gesagt, das ist uns zum zweideutig, wegen sexuellen Inhalts wurde dieses Video gesperrt oder kann nicht veröffentlicht werden oder was weiß ich was. Was sie da sagen, hatte ich, glaube ich, noch nie. Und ich habe bei dem Video wie heißt das genau, irgendwas mit nackte Frauen und über die Motivation, Gothic zu spielen. Was ich übrigens sehr lustig finde, weil das hat bei weitem die meisten Aufrufe in meinem ganzen Kanal. Einfach nur wahrscheinlich, weil das Wort nackt im Titel auftaucht, obwohl das relativ wenig mit dem Inhalt zu tun hat. Also schon natürlich ein bisschen, aber ich glaube, es haben einfach nur viele danach gesucht und sind durch die Suche heraufgekommen. Ja, leider bildet sich jetzt noch nicht ganz so sehr mein Kanal ab, aber das ist ja, das kommt vielleicht noch. Oh mein Gott, Grub, das ist echt traurig. Mach mir jetzt eine Schande wieder gut. 4 Lebenspunkte. Super, Grub. Oh, warte mal, der Korken wird die ganze Zeit angegriffen. Dafür muss der Zombie jetzt leider mal sterben, weil ich will eigentlich Korken nicht in diesem Kampf mit Brot versorgen. Zack, zack. Ja, das müsste eigentlich schaffen, Maya. Wunderbar. Und damit ist Korken in relativer Sicherheit. Grub, dummerweise nicht. Der wird gerade attackiert, weil er ja Silberklee hat wahrscheinlich. Warum soll eigentlich überhaupt Silber gegen Zombies helfen? Ich meine, es ist kein Werwolf oder sowas. Naja. Ich muss sowieso mal eine Bekannte von mir fragen, warum Werwölfe gegen Silber
allergisch sein sollen oder sowas, weil die ist halt, wie ich, unter anderem Volkskundler und hat auch unter anderem über Werwölfe ihre Magisterarbeit geschrieben, also über Menschenfresser genau genommen. Und ich würde ganz gerne mal wissen, warum eigentlich Werwölfe gegen Silber jetzt, also woher das kommt, dass sie damit ein Problem haben. Das würde mich ja doch mal interessieren. Ich weiß euch vielleicht nicht unbedingt, aber mich interessiert sowas halt. Ursprünge von solchen Legenden und Mären und Märchen und was weiß ich was sagen. So, zwei Brote haben wir bekommen, das ist ganz praktisch, die kann man nämlich gleich den lieben Korgen ins Gesicht schieben. Ebenso kriegt die Maya eins und der liebe Grub geht leer aus. Ja, und ich hoffe, in dieser Nische ist jetzt irgendwas drin. So, hier ist die Nische. Moment, ist das eine Nische? Nein, ist es nicht. Gleich kommt die Nische. Komm, Schätze, Hühner. Ah, es ist zumindest eine Truhe drin. Eine schöne leuchtende Kullertruhe. Also mit leuchtenden Kullern drauf. Oh mein Gott, vier Schädel. Es ist eine Falle. Und jetzt sehen wir vier Leute, die drei Leute, also vier Schädel, die drei Männern und Frauen an den Lenden knabbern. Das finde ich irgendwie ein bisschen. Ja. Grub dreht sich schon so ein bisschen schamhaft weg. Aus gutem Grund, das ist kein Porno hier. Das ist ein seriöses Let's Play. Okay. Maya hat jetzt nur ein bisschen was am Oberschenkel abbekommen. Da, 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 da. Ich will auch nicht die Karte haben, die auf alle Zauber wirkt. Das ist, die ist auch sehr praktisch. Weil erst dann wird Grub richtig gefährlich in gewisser Weise, auch für den Gegner. Sonst ist er eher unwichtig, würde ich sagen. Weil wenn er auf alle, also die Zauber hauen ja schon ganz gut rein. Er macht dann mit einem einzigen Strich, macht er dann schon, ich weiß nicht, jetzt so 27 Schaden oder 25 Schaden bei seinem Schädel. Was schon ziemlich witzig sein kann. Fuck, bist du tot? Nein, bist du natürlich nicht. Aber wenn er sozusagen diese 25 Schaden, sag ich mal, auf alle Schädel gleichzeitig machen würde, dann bräuchte er eigentlich nur zwei kleine Aufladungen und könnte all diese vier Schädel auf einmal töten. Das wäre schon ziemlich witzig. Ganz nebenbei, wie viel Lesen da hast du eigentlich noch? Kann man nicht jetzt so runterplatschen? Nee, kann man nicht. Na doch, kann man. Komm. Es ist ein Witz, oder? Der kann doch nicht mehr viele Lebenspunkte haben, Herrgott, nochmal. Und Maya war auch schon wieder ein Brot. Ist das Kacke. Na komm, dann töten wir wenigstens den Schädel noch, wenn er jetzt, glaub ich, das mal hinkriegt. Jawohl. Und Korn spendiert man Brot der lieben Maya nämlich. Oh, lecker. Yum, 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 yum. Wie viele Brote habe ich eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ich werde zunächst vielleicht diesen Schädel hier nochmal ein bisschen traktieren und den hier oben. Weil einfach nur den unten sehe ich die Lebenspunkte nicht. Das mag ich nicht so sehr. Na komm, 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 komm. Oh, die sind aber auch verdammt schnell. Gott sei Dank verfehlen sie mal. Also Maya scheint sehr beliebt zu sein bei den Knabberern. So. 25 Punkte. Das heißt, 25 Punkte hat er noch. Oh, oh, oh. Grub braucht dringend was zu essen. Und zwar ganz dringend. So, der untere hat noch 25. Jetzt hat er noch 10. Na ja, komm, dann machen wir den einfach mal so klar. Bevor er nochmal irgendwas abwirft an Feuer oder so. Hat auch gerade so gereicht. Ne, Maya macht den meisten Schaden. Die lässt sich mal voll aufrüsten. Und Grub nimmt sein eigenes Brot mal so in die Hand. So, wir haben noch 25 Brote, okay. Das sollte uns auf jeden Fall noch einige Zeitsicherheit bescheren, aber ich muss nicht unbedingt 20 Brote jetzt verplempern. Weil die kosten ja auch Geld, ne? Komm, vielleicht schaffst du mal 26 Schaden jetzt. Das wäre jetzt ideal. Schaffst natürlich nicht, schaffst nur 24. Aber Grub schafft die beiden Punkte wesentlich. Genau. So, nur noch ein Schädel. Und natürlich wieder Maya attackiert. Ich glaube, der steht ein bisschen auf die. Ich gebe zu, er ist sehr direkt. Die sind alle sehr direkt, diese Schädel. Und was sollen sie auch machen? Aber es ist ja schon so ein bisschen auffällig, ne? Ich glaube, du greifst jetzt schon zum vierten Mal an oder so.
Er hat einmal, glaube ich, nochmal so alle attackiert mit so einem Feuerball, so ein bisschen, um vorzutäuschen, dass er andere noch mag und so. Ein bisschen, naja, ein bisschen Taktik muss ja beim Liebesspiel auch sein. Aber jetzt kann sich mal auch mal rächen. Nein, ich will dich nicht! Und tot. Herz gebrochen. Wunderbar. Schädel tot. So. Viel zu wenig Erfahrung, obwohl Maya 1 aufsteigt. 2 Brote. Lächerlich. So. Ich denke, ich habe schon mehr während des Kampfes verbraucht. Und weder ist nichts Cooles drin. 3 Brote und eine Core-Rune. Eine Core-Rune, das sind, glaube ich, diese hier. Genau. Okay, das brachte also jetzt einen großen ganzen Plus, Minus, Null. Also ich glaube, es ist, na gut, eine Core-Rune und ich sage mal, wir haben ein Brot oder sowas Gewinn gemacht, aber das war jetzt einfach die Kämpfe nicht wirklich wert. Also, oh, wir sind offenbar Gegner. Hoppala. Gegen die Zombies zu kämpfen bringt ja insofern noch was, dass man relativ wenig Brot oder sowas verbraucht oder Gegenstände an sich. Oh, da sind sie wieder. Arime und Tritt der andere. Tod ehrenvoll vor sein Angesicht. Jemand wie du kennt keine Ehre. Ich glaube, wir machen es wie eben. Wir töten erst Arime und dann den anderen. Hat schon ganz gut funktioniert. Ein Punkt Arime. Das ist ein bisschen traurig. Machst du immer nur einen Punkt Schaden? Okay, ich habe mich gerade unentschieden. Wir machen erst den anderen klar und dann Arime. Oder andere macht wenigstens ein paar Punkte Schaden und Arime mit seinem einen Punkt, das ist mir echt ziemlich egal, ganz ehrlich. Das kann er eine ganze Weile machen, bevor er uns wirklich in Gefahr bringt. Vielleicht kämpft er auch nur gerade so ein bisschen halbherzig. Sei es drum, der andere, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Hat er jetzt wahrscheinlich gerade einen Namen da? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Der muss zuerst dran glauben. Eigentlich ist sie auch relativ realistisch, weil man weiß nicht immer sofort, wie jeder heißt, nur weil er gerade mit einem spricht. Und er hat sich auch nicht vorgestellt. Bisschen unhöflich. Aber es ist halt auch ein Söldner, die müssen nicht höflich sein. Achso, und Arime hat auch diese coole Fähigkeit, wenn er, genau, er kann mit seinen Armen sozusagen auch mehrere treffen, wenn die sozusagen da durchfliegen. Das ist ziemlich witzig. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch schon ein bisschen verraten. Ja gut, jetzt kann ich auch sagen, wir bekommen Arime später noch als, Gruppenmitglied dazu, als Party-Member. Wie es immer so schön heißt, in Rollenspielerkreisen. Und tot ist er. Gibt Arime auf? Nein. Aber da Arime ja auch keinen Schaden macht, ist das völlig okay. Wie oft habe ich den Namen Arime schon gesagt? Arime, Arime, Arime. Ist auch ein furchtbarer Name. Also, naja. Und er sieht auch so ein bisschen aus, wie im Stil der 90er Jahre programmiert. Oh, schön, Maya, ganz toll. Und dieser tolle so ein bisschen über das Stirnband. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an so solche 90er Jahre Fitnessclubs. Wo diese, oder 80er Jahre Fitnessclubs mit wo diese Frauen mit diesen hautengen Bonnies da reingegangen sind und so ein Stirnband hatten, auch so total blondiert, bisschen auftupiert und dann so ein bisschen das Stirnband drüber hängen lassen. Gut, ich bin nicht so alt, dass ich in den 80er Jahren schon irgendwie ins Fitnesscenter hätte gehen können. Zumal da auch die DDR war und es nicht besonders viele Fitnesscenter an sich gab. Und auch in den 90er Jahren bin ich mit Sicherheit nicht wirklich gegangen. Sie, worauf wartet ihr noch? Oh, wir sind im Unrecht, Duke. Verschwinden wir hier. Okay. Das wirst du noch bereuen, Arime. Wenn ich dein Gesicht noch einmal auf dem Weltbazar sehe, hole ich mir deinen Kopf. Tja, und springt von dann. Wie schön. Sie haben sich zerstritten. Und Arime guckt.